Herzlich willkommen zurück zu XCOM Terror from the Deep und wir sind wieder auf dem Frachtschiff. Das heißt, es ist genau dieselbe Mission, die wir schon mal gespielt haben, denn bei den Schiffsroutenmissionen gibt es immer ein festes Missionslayout, also nicht wie die anderen Missionen, die immer per Zufall aufgebaut werden. Jetzt kommt es auf die Gegner drauf an, die wir kriegen, ob es jetzt halbwegs langweilig wird oder nicht. Und ich habe ein Fauxpas gemerkt bei meiner letzten Episode. Diese Torpedowerfer sind Unterwasserwaffen, das fiel mir dann noch so ein im Nachhinein beim Rendern. Das heißt, wir können die über Wasser leider gar nicht verwenden, also können die gleich mal zu Boden liegen. Luciana Valentine werden wir gleich eine bessere Waffe besorgen. Plexi hatte noch einen Rucksack. So, und sonst würde ich sagen, wir gehen halt vor wie das letzte Mal. Das heißt, der LST, der haut hier einfach mal ein Granätchen hier rein für ein bisschen Leuchtfeuer. Und dann gebe ich auch gleich mal ab. Okay, psionische Attacke, Molekularattacke war das. Wir haben es mit den Tethods zu tun. Diese gelben Viecher sieht man jetzt gerade nicht so im Rauch und Feuer. Die können allesamt Psi, vom Soldaten, glaube ich, bis zum Captain. Haben auch halbwegs gutes Reaktionsfeuer und halten einigermaßen was aus. Die sind ganz schön gefährlich. Vor allem denen ihre Terroreinheiten. Die werden wir ja leider jetzt auch noch sehen. LST, bitte triff mal. Sehr schön. Und dann hoffe ich, dass hier mit dem ganzen Molekulardings nichts passiert in dem Schiff. Okay. Da unten stand noch so einer. Tut mir leid für unseren Freund Mr. Cookie. Der hat es leider nicht überlebt. Zahnfee, bring das Vieh um. Gut. Dann würde ich sagen, LST geht mal einen Schritt raus. Zahnfee auch. Dass wir vielleicht ein paar Leute retten können, falls da jetzt einer durchdreht im Schiff und um sich ballert. Das wäre nämlich nicht so gut. Zumindest mal unser Veteran. Da geht es nämlich schon los. Filet ist durchgedreht, hat einmal geschossen, zum Glück in eine Richtung, wo kein Mitsoldat stand. Wir brauchen Rookies, unbedingt. LST, geh mal hier an die Wand. Das ist, glaube ich, erstmal am besten. Sieht jetzt auch kein Alien, okay. Mooney, schaffst es bis hier runter, hoffe ich. Gut. Holen wir noch den Louis raus. Und den Team. Luciana kann dann die Waffen von unserem verstorbenen Mr. Cookie nehmen. Ich brauche Rookies. Die 40 vielleicht mal. Und den zweiten Rookie auch gleich mitschicken. Okay, ich hoffe jetzt auf keine Psionie. Tja, das Hoffen war vergeben, aber nichts passiert. Sehr gut. Wir können die Gunst der Stunde nutzen und gewürztem Filet leider sämtliche Waffen abnehmen, bevor der noch mehr Schabernack treibt. Ich gebe ihm mal ein Medkit, den kann er behalten und stelle dich in die Ecke. Gut. Plexi, Luciana, Igor. Louis wurde auch psionisch angegriffen, habe ich gesehen. Mooney, geht mal hierher. Er wird mit drei anderen Leuten nach oben gehen. Unter anderem einem Rookie. Wir werden zwei Viererteams jetzt erstmal machen. Eins da unten und ein Viererteam geht nach oben. Und bei jedem Viererteam nehme ich einen Rookie mit. Das ist, glaube ich, das Gesündeste im Moment. Louis kann noch mit LST zusammen gehen. Gut, dann hätten wir hier schon mal drei. Team FRO positioniere ich schon mal hier. Plexi. Und Igor von Lang. Luciana schnappt sich mal die Waffen. Was hat Mr. Cookie für eine Waffe? Auch nur so nah. Okay, Blaster meine ich. Dann packt das Zeug mal ein. Und auch den Medkit schafft er nicht mehr. Okay, dann gebe ich nochmal ab. Okay, gewürztes Filet ist weiterhin in Panik. Aber das macht er jetzt nichts mehr. So, LST und Louis. Und der Rookie. Schau mal rein, Rookie. Nix. Okay, aber trotzdem nochmal zurück.
Hier, der andere Rookie kommt hier mit. Der muss auch als erstes hoch. Hilft alles nix. Unsere Guten will ich nicht verheizen. So wie den guten Mr. Cookie ja leider. Team FAO. Okay. Und ich würde sagen, der Igor von Lang kommt noch mit. Verklickt wieder mal. Passiert ja so selten bei uns. Igor von Lang im nächsten Zug macht einen Sprint. So, dann haben wir hier noch drei Leute, die wir verwenden können. Ich würde sagen, Zahnfee sprintet dann mal nach da hinten im nächsten Zug. Ich gebe nochmal ab. Gewürztes Filet ist unter Molekülsteuerung. Okay. Zum Glück haben wir dem die Waffen weggenommen. So, 40. Stellt sich mal hierher. Und Louis und LST rücken nach. Und der Igor kommt auch mit. Wir könnten vielleicht mit dem Igor und einem weiteren, vielleicht mit Luciana Valentine von der anderen Seite kommen. Wäre vielleicht gar nicht so dumm, falls die Aliens uns einkesseln wollen. So. Plexi, weiß ich noch nicht, was wir mit ihm machen. Zahnfee, geh mal hierher. Mal schauen, ob in dem Kabuff einer ist. Nee, das ist schon mal gut. So, jetzt haben wir hier drei Leute. Ja, das heißt, der Plexi kann ja da noch mit nach oben gehen. Beziehungsweise, bevor ich nach oben gehe, werde ich auch mal zwei Leute hier reinschicken, glaube ich. Den Rookie natürlich und den Team. Gut, Seife, erneute Abgabe. Gewürztes Filet unter Molekülsteuerung. Okay. Mooney bleibt hier. Plexi, geht mal hier rein. Wo ist der Rookie? Rookie, schau mal rein. Okay, hier ist sauber. Dann wirst du als nächstes mal hier reingucken. Da steht ein Tassort. Schau mal an. Freund. Der sieht so unbewaffnet aus. Kann es sein, dass der eventuell unser Molekülsteuerungsfanatiker ist? LST, hast du eine Schusslinie? Nee. Wenn ich reingehe und nicht treffe und der eventuell doch eine Waffe hat, dann bin ich gearscht. Also warte ich jetzt erstmal. Louis, stell dich mal hier hin. Gut. Abgeben. Okay, weiter auf dem gewürzten Filet wird weiterhin eingebasht. So, die 41 kann man einen Schuss probieren. Nochmal. Nee. Das war ja nix. LST, bitte mach's besser. Keine Schusslinie. Wegen diesen blöden Tischen und Stühlen hier. Das kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Also probier's jetzt mal. Headshot. Hat aber nix geholfen. Da brauche ich eventuell noch den Louis. Hoffe, der trifft. Er muss auch ein Feld weiter vor. Ach Gott, Leute. Was meinen da jetzt? Die haben nicht genug Zeiteinheiten. Ich lasse mal nachrücken. Igor, Luciana. Ich hoffe wirklich, dass der unbewaffnet ist. Wir können höchstens mal probieren. Mit dem Team. Er braucht 33 Zeiteinheiten. Einen Schritt kann er noch machen. Er wird keine Schusslinie haben wahrscheinlich, oder? Doch, Headshot. Sehr schön. Psionie hört leider nicht auf. Aber solange sie nur auf dem Filet gehen, ist das gar nicht so schlimm. So. Die 40 stellt sich mal hierher. Wir hatten ja noch einen Rookie, ne? Team FAO, geh erst nochmal zurück hierher. Und Louis hierher. Also hier müssen wir wesentlich vorsichtiger sein als bei den Kim-Menschen. Vor allem wegen den Terroreinheiten der Tarsus. Zum Glück haben wir noch keine getroffen. Okay, hier ist auch nichts. Hier ist ein Rookie. Der andere Rookie war da oben. Dann schicke ich den nochmal hier mit. Der wird dann auch mal hier reingucken. Weil ich habe Angst vor Reaktionsfeuer, wenn wir in diese Gänge gehen. Und dann erwischt es lieber ein Rookie als uns.
Das muss man einfach mal so sagen, ne? Nein, das ist schlecht. Muni hat den Plexi angeschossen. Das heißt, auch dem Muni müssen wir die Waffen wegnehmen. Und Plexi, puh, hat ordentliche Wunden. Lieber mal hier rein. Das ist der Muni. Das heißt, Team FAO hat kein Kit. Aber der Louis. Das heißt, wir können mit dem Plexi hierher mal. Und Louis kommt mal hierher. Müssen wir jetzt heilen, den guten Plexi. Und Muni müssen wir jetzt zum gewürzten Filet heimschicken. Weil der macht es uns auch wieder Blödsinn. Okay, Plexi wäre mal geheilt. Oh, die Mission wird ein Desaster, Freunde. Okay, der Rookie hier sieht nichts. Ich werde ihn gleich noch hierher schicken. So, dann schauen wir mal im anderen Rookie hier rein, ob er was sieht. Nichts. Gut, dann bleib mal hier stehen. Dann werde ich mal hier Igor von Lang mitgehen. Und auch Luciana Valentine kann jetzt mal nachrücken. Kommt auch hier mit dann. Gut, einer ist tot. Zwei können wir definitiv nicht gebrauchen wegen Molekular. Und ich werde auch den Team mal hier wegschicken, falls der Muni reinkommt. Plexi können wir ja leider nicht mehr bewegen. So, gebe ich nochmal. Gewürztes Filet, Molekülsteuerung. Louis ist in Panik. Okay. Muni, tut mir leid. Wir nehmen dir das jetzt alles ab. Nützt ja nichts. Und wir schicken dich zurück ins Schiff. In der nächsten Runde, würde ich sagen. So. Louis, müssen wir vielleicht auch ein bisschen aufpassen? Wir haben laute psionische Gurken dabei. Das ist nicht schön. So, okay. Dann würde ich sagen, wir gehen mit dem Rookie hier weiter mal. Und der andere Rookie guckt hier mal. Mach hier mal die Tür. Oh Gott. Also das sind diese sogenannten Biodrohnen. Sieht man auch hier jetzt gerade mal wieder schlecht, weil sie im Rauch und Nebel stehen. Also das sind so Mini-Gehirne in so fliegenden UFOs. Die haben verdammt gutes Reaktionsfeuer und auch verdammt zielsicheres Reaktionsfeuer. Und das große Problem bei den Dingern ist auch, wenn die sterben, dann explodieren sie. Und die haben einen riesen Sprengradius. Die nehmen wirklich alles mit. Das heißt, ich werde jetzt erstmal mit dem Rookie zur Seite gehen. Das meinte ich mit dem Reaktionsfeuer. Mann. Mein Herz, du. Der arme Rookie ist jetzt in Lebensgefahr. Aber mit meinen anderen Jungs werde ich da jetzt sicher nicht rausgehen. Von hier kommen bringt eventuell was. Ich weiß es nicht. Muni wollte mir ja nach Hause schicken. Ja, wir müssen die Runde jetzt auch mal abgeben, ne? Bringt ja nichts. LST können wir höchstens hier rein mal schicken. Stellen wir mal hierher. Plexi. Was machen wir mit dem Plexi? Den schicken wir mal mit hierher. Gut. Team lasse ich mal stehen. Und die beiden da oben auch. Gebe ich nochmal ab. Filets unter Molekülsteuerung. Ja, habe ich mir schon gedacht, dass es den Rookie erwischt. Und der Louis ist jetzt auch unter Molekülsteuerung. Verdammte Scheiße, du. Hier klappt er gar nichts. Okay, der Rookie ist tot. Igor von Lang. Jetzt machen wir mal Folgendes. Geh nochmal zurück, Igor. Nimm mal eine Granate und kannst sie nicht mehr aktivieren. Okay, dann bleib mal hier. Also hier ist tödlich. Zwei Tote.
bis jetzt Rookie und Cookie und drei Leute, die man wegen Psi-Schwäche nicht verwenden können. Mann, Mann. Okay. Nichts passiert vorerst. Und ich würde sagen, bevor wir weitermachen, eine kleine Pause, dann sehen wir uns gleich wieder zu der großen Fail-Schiffsrückmission. Bis dann. Ciao, ciao.